Willkommen zurück, Leute. Ich bin's wieder, euer PB-Style. Und ich sag nochmal willkommen zurück bei einer neuen Folge von Mario U. Ich habe ein bisschen offscreen mal wieder die Welt kopiert und die letzte Starcoin gesucht. Und ich habe sie gefunden, aber das ist wirklich kacke versteckt gewesen. Mir ist aufgefallen, als eine von diesen Stachel... wie heißen die? Diese Knochentrocken. In einen Weg reingegangen ist, wo man normalerweise nicht reinkommt. Yep. Ach ja, hoppala. Das ist mir jetzt... hätte ich jetzt beinahe vergessen. Komm schon. Nein! Boah. Willst du mich umbringen, Kleiner? Gut, K.O. Futschit. Gut. Ja, kommt die überhaupt da raus? Soll mir wurscht sein. Also wir müssen bis zu diesen komischen fliegenden Plattformen gehen. Ja. Eins, zwei. Komm schon, schneller, bitte. Ja, jetzt könnte ich es wieder versuchen, da die... hier zu sterben. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Tut mir leid, keinen Bock mehr. Nö. Lieber verrecke ich hier, anstatt dass ich mich für drei dumme roten Münzen da opfere. Nein! Nein! Nein, jetzt muss ich warten. Nein! Ach, komm! Na. Oh. Okay. Schnell. Tot. Nice. Schön. Natürlich, Kleiner. Oh Mann. Oh. Ach ja, Leute, einigen wird es aufgefallen sein, dass wirklich einige Folgen fehlen. Ah! Und mit einige Folgen meine ich sehr, sehr viele Folgen. Von Isaac schon mal 2 Folgen und von Mario U schon mal 3 Folgen. Das ist schon etwas heftig. Kommt da was runter? Ah, jetzt hat. Und ich habe mir überlegt, ich werde irgendwann mal dann so ein Mario U Day. Na, Mario Day oder... Nicht nur ein Mario Day, sondern auch einen Schnellrennen Day. Nein. Komm. Ach, jetzt schaffe ich's. Nein. Doch, ich schaffe es. Na toll, lol. Ja, ich werde dann einen Mario Day machen, wo ich dann... Ja, jetzt in nächster Zeit noch nicht, aber irgendwann werde ich dann 5 Parts auf einmal hochladen. Und einmal werde ich dann... ja. 2 Parts Isaac auch noch hochladen müssen. Genau. Ja, das muss ich ja machen, weil sonst ich im Rückstand mit den Folgen bin und das mag auch keiner. So, weniger Folgen? Nein, das ist nicht schön. Kommt jetzt eine von diesen... Ach nein, doch nicht. Genau, hier habe ich ihn am Leben gelassen. Nein, nicht hier. Nicht hier. So kann man die Münze auch bekommen. Schön. Ach genau, hier habe ich ihn am Leben gelassen. Diesen Kack-Spasten. Komm, geh runter. Ich brauche dich nicht. Hier war es. Haha. Nein! Wow! Jetzt muss ich es auch noch heil hier raus schaffen. What the fuck, das schaffe ich nie. Irgendwo im Power-Up? Ach nein. Ach doch, ja, gibt's noch. Wuhu. Wuhu. Ah, kacke. Und papau. Ach gut, eine Feuerblume wenigstens. Dann machen wir schnell den Boss-Gegner fertig und ja.
Gucken wir mal weiter. Die Starken war aber wirklich dreckig versteckt. Ja, komm, gib ihm seine neue Fähigkeit, ist mir wurscht. Ja, ich werde dann irgendwann einen Mario Day machen und zwei Isaac Parts auch noch dazu. Und es wird anscheinend so ablaufen, dass einmal um... Kacke! Ach ja, stimmt, ich muss gleich wieder drauf jumpen. Geht doch. Und ein letztes Mal, Papau, you are dead now. Von Uhrzeiten her weiß ich noch nicht, wie ich das machen werde, aber es werden dann 5 Parts an einem Tag folgen, schon etwas krass. Aber wenn es sein muss, dann muss es so sein. Ich will ja nicht irgendwie von anderen im Rückstand sein. Yes, alle Sternmünzen der Eiswürfel-Eisfälle gesammelt. Nice. Ja, meinetwegen speichern. Kein Problem. Und raus. Warum gehe ich diese Richtung? Tja. Weil wir Welt 3 noch nicht gemacht haben, Leute. Das Minzmeer. Oh, wie schön. So klein anscheinend. Komisch. Wow. Oh, schon wieder ein pinker Yoshi. Oh. Der Mozart. Strand der 1000 Fontänen. Okay. Kein Problem, wir haben ja noch den blauen Yoshi. Komm her. Was? Oh, oh, wie er wieder singt. Friss alle. What the f... WTF. Oh mein Gott. Okay. Schon etwas komisch, aber schön... Was, eine Eisblume? Warum gibt's hier eine Eisblume? Wofür? Oh, komm! Ja, gerade noch geschafft. Kommt's mir so vor, da fliegen die Steine irgendwie in einem anderen Winkel. Ja. Woo! Yeah! Wir fressen alle mal auf, das gefällt mir. Schon wieder eine Eisblume, obwohl wir die gar nicht brauchen. Komm! Können wir die Steine nicht? Nein! Aber ihn können wir. Eine Eichel? Okay. Etwas doof, aber im richtigen Timing könnte man es gut schaffen. Komm. Oder auch nicht, so wie ich. Komm. Nein, wieso bin ich gerade so... Oh, mit ihm kann man aber auch schön schwimmen. Komm. Ja, wir haben es geschafft. Also so schwer ist die Starcoin auch nicht zu erreichen. Oh, was ist hier? Nein! Schneller! Nein, ich habe die letzte Münze erreichen können, aber ich habe es verpasst. Kackegal. Schönes Level-Design. Bam. Schon wieder? ETF. So viele ist... Aha, ich glaube, da ist die letzte Starcoin. Schauen wir mal nach unter Wasser nach. Ein Leben. Sterben wir jetzt hier? Nein, wir haben nur einen Power-Teil verloren. Das erinnert mich an Nintendo 64. Super Mario 64 halt. Also das mit den Sternen sammeln und so. Boah. Da gab es auch diese komischen Kack... Teile. Oh, ich glaube, da oben ist sie. Los, schieß uns nach oben. Hä? Da oben ist doch was. Ich will noch eine letzte Starcoin haben. Oh, was sagt mir der Powerblock? Was sagt mir der Powerblock? Der Powerblock sagt mir, dass irgendwo da oben das Teil ist. Yes! Nein! Sie ist gerade runtergefallen. WTF. Nein. Okay, wisst ihr was, Leute? Das heißt, ich muss jetzt schnell im Level reinhopsen. Und die suchen. Oh yeah. Mario Time, natürlich. Was ich mich eigentlich immer schon gefragt habe, was passiert, wenn man zwei Yoshis hat? Oder zwei Yoshis begegnet? Ja. Also, wir haben ja jetzt den blauen. Aber was, wenn wir einem Rosanen begegnen? Und ich will nicht jetzt bis da ganz hinten warten, um überhaupt einen zu finden. Oh, nein, durch die Rakete, genau.
Raketenstart in 3, 2, 1, 0. Eichenhain? Ja, im Eichenhainbeine, genau. Natürlich. Oh, Yoshi. Ja, bitte nicht. Oh, können wir gut gebrauchen. Natürlich. Her damit. Her damit, her damit, her damit. Ich bin geizig. I'm greedy. Und wir nehmen noch einen mit. Geht das? Ach, die tauschen Plätze. So ist das. Okay, das ist cool. Habe ich auch noch nicht gewusst, aber schön. Schön gemacht. Oh mein Gott. Minzmeer natürlich. Rein da. Ach ja, Leute, was gibt's so Tolles noch zu sagen? Was mich freuen würde, wäre, wenn ihr, die wirklich fleißig von der ersten Folge von Mario U, mein Let's Play angeschaut haben, dass ihr vielleicht einen Sterbe-Counter für mich erstellen könnt. Das wäre wirklich cool. Wir nehmen zuerst mal noch die Eisblume mit. Ich brauche eine. Komm, komm, mir ist alles eigentlich wurscht. Ich rush hier durch. Mit dem Yoshi natürlich. So schnell kann es gehen. Wow, das hat sich ja echt gelohnt, nicht? Der Powerblock gleich wieder. Ach nein, hier erstmal das. Hä? Wo sollen da die Starcoin sein? Man sieht die ja nicht mal. Aber ich hab's ja erreicht. Supi. Ja, das ging ja schnell zu Ende, das Level. Pam, weg mit dir. Ja. Hab mir schon gedacht, wie weit schmeiße ich ihn gerade weg. Oh, 3-1-1. Was kriegen wir jetzt? Hey! Ein Pilz. Schön. Kann es sein, dass es wirklich so ist wie früher, dass man, wenn man 1-1 gehabt hat, einen Pilz rauskommt, bei 2-2 eine Feuerblume und so weiter und so fort mit Eisblume, Eichel, Mini und so? Kann es sein, dass es wirklich so ist? Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare, damit ich auch Bescheid weiß und, ja, nicht unnötig rumexperimentieren muss. Ja, das wäre wirklich geil, wenn ihr, die alle meine Folgen bis jetzt angeschaut haben, wirklich einen Sterbe-Counter einfügen, beziehungsweise in jeder Folge neu dazu schreiben, wie viel, wie oft ich noch gestorben bin, insgesamt vom Anfang an bis jetzt dann. Das wäre wirklich genial. Und an was natürlich? Das wäre super. Zum Beispiel an Paracooper, an Cooper, an Goomba, an Runterfallen, an... ich wollte gerade an dummen Sachen sagen, aber an Runterfallen klingt einfach besser. Tropische Tiefen, Minzmeer 2. Natürlich. Hey, hey. Irgendwas sagt mir, dass hier was ist. Also das, das. Aber viele Münzen. Wozu? Why the hell? Hä? Hier sind Münzen. Haha, gut versteckt. Okay. Oh, unter Wasser. Natürlich, ich hasse es. Ba-da-ba-da-ba. Ba-ba. Hä? Hier sind Münzen. Why the hell? Ah! Oh mein Gott. Wollt ihr mich umbringen, oder was? Hä, hier keine Strömung? Why the hell? Why the hell ist der gelb? Was zum? Die kann man eindrücken? Wow. Was passiert, wenn man die eingedrückt hat? Nein, nichts. Ach, bei denen kann man nichts machen. Okay, schade. Hier ist doch irgendetwas. Wieder nichts? Aha, hab ich dich. Erste Starcoin. Du kannst sie nicht von mir verstecken. Oh mein Gott. Was zum Goomba ist das? Der ist ja riesig. Und was bringt mir der Schalter jetzt? Nur ein paar Münzen. Toll. Aha, da oben ist doch bestimmt irgendetwas. Nein.
nur ein paar Münzen rausgekommen. Und irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwas ist. Oder auch nicht. Ich will nicht sterben. kann es sein, dass... Da unten ist doch irgendetwas. Ah! Nein! Nein! Lass mich leben! Nein! 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 Yoshi! Yoshi! Ich schwimm nach oben ohne dich. Es tut mir leid. Nein, Yoshi. Ich werde dich niemals vergessen. Kann sein, dass da irgendwie so ein... Oh, 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 nice. Und ich wette, da ist die zweite Starcoin bei dem Fettsack versteckt. Nein? WTF? Oh, ich brauche wahrscheinlich die... Das, um wirklich schnell die Starcoin zu erreichen. Kacke. Hä, wo ist denn die zweite Starcoin hin? Und schon wieder so eine Kackströmung? Hä? Okay. Oh mein Gott, wie soll man da vorbeikommen, bitte? Ja, ich mach's mir leicht. Toll, ich werd sterben. Oh, ich hätte einen Block anfassen müssen. Und das ist die dritte schon. WTF? Okay. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Es musste so sein. Wir haben die zweite Starcoin verpasst. WTF, wo ist denn die? Kann doch nicht sein, dass sie irgendwo weg ist. Na, jetzt müssen wir das alles wieder machen. Ach. Klar doch. Wir springen in ein... in ein Fisch hier rein. Schön. Ich liebe Wasserlevel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich liebe, sarkastisch, liebe Wasserlevel. Ja. Wenn ihr genau derselben Meinung seid, dann sagt mir warum, weshalb, wieso. Was ärgert euch am meisten an Wasserlevel? Und dann lachen wir uns gemeinsam einen Arsch ab. Kann sein, dass in der anderen grünen Röhre was ist. Aber jetzt heißt es, einfach so schnell es geht. Warte, ich lasse den ein bisschen noch springen. Genau, genau, genau. Und zack. Ich habe keinen Nerv für dich. Tut mir leid, ich muss jetzt weiter. Komm, 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 komm. Da ist bestimmt noch ein Stern, wenn ich jetzt den antippe. Ja. Okay, den lasse ich mal ein bisschen flöten. Gut, hat geklappt. Das müsste machbar sein. Pam 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 pam. Up Dance Time. Yeah, yeah. Oh, 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 da ist ja die Starcoin. Ich darf nicht zu sehr abdancen. Leider nicht, leider nicht. Bibi Style darf nicht abdancen, nicht zu viel. Die kommen mir gefährlich nahe. Wow. Wow, verdammt, war das knapp. Und diese grüne Röhre sagt mir doch irgendwie, dass da auch noch eine Starcoin ist. Hä? WTF, wo ist dann die zweite? Die kann doch nicht irgendwie wo verschwunden sein. Hä? Na echt jetzt, Leute, wo ist die zweite Starcoin hin? Kann doch nicht sein, dass sie irgendwo weg ist. Um mich damit aber nicht zu nerven, mache ich das dann offscreen und werde das natürlich in irgendeinen Part wieder reinbringen. Oh, und da ist schon wieder ein Schalter. Ja, 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 klar. Leck mich. WTF! Ich hasse diese Fische. Die Verfolgungsstachelfischis. Fischis? Und ich hasse die Blooper. Ich möchte einfach nur aus dem Wasser raus. Wasser ist für mich allgemein vom Typ her der gefährlichste Level überhaupt. Hier nix, komisch. Nein, nein. Ja, komm, komm. Nein. Ah! Oh, was mache ich hier? Ich versuche mal 2-2 rauszubekommen. Nein! Naja. Eine Sekunde zu früh. Zu früh abgesprungen. Mario Time, Mario Time, Mario Time natürlich. Hopp! Ja, Leute, das war's schon mal wieder mit dem Part.
Und im nächsten Part machen wir schnell das Pilzhaus. Das grüne Pilzhaus. Und, ja. Und dann geht's gleich schon zum Turm. Was? Jetzt schon zum Turm? Echt jetzt? Dilemma im Turm der Dornensäulen. Ich habe Donnersäulen gerade gelesen, aber okay. Oh, das heißt, wir sind im nächsten Part auch schon im Geisterschiff. Cool. So etwas mag ich schon. Aber wie uns dieser kleine Kerl da verfolgt, schaut euch den mal an. Nee, der dreht sich immer mit. Jetzt sind wir gleich außer Reichweite, wenn ich jetzt ins Pilzhaus gehe. Ja, aber da verfolgt er uns gleich wieder. Zack. Oh, er sieht mich. Da nicht mehr. Ja, nicht lange rumalbern, Pibi. Es geht weiter im nächsten Part. Tschüss, Leute. Haut rein.